Ich bin die Lara und werde Touristikassistentin, weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite und der Job sehr vielfältig ist. Hallo, mein Name ist Alan. Ich mache gerade die Ausbildung zum Touristikassistenten und ich habe mir diesen Beruf ausgesucht, weil ich später in einem internationalen Umfeld arbeiten möchte. Ich bin Lara und ich möchte in die Tourismusbranche gehen, weil ich viele neue Leute kennenlernen möchte und weil ich die ganze Welt bereisen möchte. Arbeiten in einem internationalen Umfeld, in einem Job, in dem man immer mit Menschen zu tun hat? Genau dafür hat sich Erin Mete entschieden. Er lernt Touristikassistent. Zu seiner Ausbildung gehört ein 6-monatiges Praktikum. Das macht Erin bei der Airline Condor am Frankfurter Flughafen. Als Touristikassistent wird Erin später ein Allrounder sein. Ein Experte für Reisebuchung, Organisation und Vermarktung. Auch Elena lernt den Beruf. Ihr Weg führt zum Lindner Hotel and Residence Main Plaza in Frankfurt. In dem 4-Sterne-Haus hat sie sich für ein Praktikum beworben. Direktionsassistent David Lemper zeigt ihr alle Bereiche. Ob als Reiseleiterin, Rezeptionist oder Eventmanager, Touristikassistenten sind später fast überall in der Reisebranche einsetzbar. Jeden Tag passiert im Hotel etwas Neues. Okay. Genau das fasziniert auch Elena. Weil hier jeden Tag auch die Menschen wechseln, man kriegt immer was mit, verschiedene Kulturen, und das finde ich ganz spannend. Die Ausbildung dauert 2 Jahre und wird nur an Berufsfachschulen angeboten. Eine davon, die private Schule für Touristik in Frankfurt am Main. Sie bietet einen staatlich anerkannten Abschluss. Eine Voraussetzung für Bewerber: Abi oder Fachhochschulreife. An diesem Morgen sitzt Erin Mete mit seiner Klasse im Fach Tourismusmarketing, eines von vielen berufsbezogenen Fächern. Erin steht kurz vor seinen Prüfungen und muss viel vorbereiten. Also wir müssen 5 schriftliche Prüfungen machen. Das besteht aus dem Fach Reisewirtschaft, Tourismuspolitik, dann der ersten Fremdsprache Englisch, dann der 2. Fremdsprache, je nachdem Französisch oder Spanisch, was man vorher in der Schule hatte. Und dann dem Fach Tourismusmarketing natürlich. Die Schüler lernen, wie sie Urlaubsregionen und Städte vermarkten, Angebote einholen, Preise kalkulieren und touristische Dienstleistungen bewerben. Von der Stadtführung bis zur Weltreise. Singapore Airlines ist das Thema an diesem Morgen. Es geht um multisensuales Marketing. Wie wirbt die Airline für sich und welche Sinne spricht sie dabei an? Singapore Airlines trägt Stefan Floridian. Rechnungswesen, BWL, Reiserecht und Kulturgeografie sind weitere wichtige Fächer. Marketingdozent Thomas Bach kommt, wie alle Lehrkräfte hier, aus der Praxis. Also wir lernen natürlich das normale Marketing auch, das heißt der Marketingmix, die Marktforschung, Strategien, aber immer bezogen auf Tourismusunternehmen. Also das heißt, wir haben Unternehmen aus dem Bereich Fluggesellschaften, heute die Singapore Girl. Wir machen aber auch Studien über Inseln. Zum Verständnis bringen wir manchmal auch die Nutella oder die Blender Med Zahnpasta, aber das nur zur Einleitung, dann sagen, okay, wie ist das jetzt im Tourismus, ja? Wie kann man es da anwenden? Mehr Infos zu dieser Ausbildung und zu vielen anderen gibt es unter ARD Alpha. Ich mach's. Elena Rudolph lernt gerade Destinationsmanagement. Das Einzige, was sein kann, ist, dass er für die Sitzplatzreservierung eventuell bezahlen muss. Ja, das könnten wir uns vielleicht aufschreiben. Also Dozent Robert Brooks erklärt den Schülern an diesem Morgen die Feinheiten beim Reservierungssystem Amadeus. Wir sprechen über Flugtarifberechnung. Wir sprechen die Unterschiede zwischen Normaltarif, Sondertarife, die Einschränkungen und dass die Schüler lernen, eben die Informationen rauszulesen aus dem Computer bzw. aus den ausgedruckten Seiten, was für Einschränkungen die jeweiligen Tarife haben. Spätestens in diesem Fach machen sich Lücken im Schulenglisch schnell bemerkbar. Heißt es, charge 100 Euro for reissue and revalidation. Fremdsprachen sind sehr wichtig. Wer an dieser Schule anfangen möchte, muss 6 Jahre Schulenglisch nachweisen. Dazu noch 2 Jahre Französisch oder Spanisch. Touristikassistenten haben ja ganz viele Möglichkeiten,
ob jetzt zum Reiseveranstalter, aber eben auch zu einer Airline zu gehen und da auch in den verschiedenen Bereichen angefangen vom im Netzmanagement zu arbeiten. Und dann bringen ihnen diese Kenntnisse natürlich viel, dass sie einfach so eine Basis haben, auf die sie aufbauen können und verstehen überhaupt, wie eine Airline funktioniert, wie sie arbeitet. Die Ausbildungsinhalte. Fremdsprachen. Tourismusmarketing. Buchungssysteme. Wirtschafts- und Reiserecht. Während der Ausbildung bekommen die Schüler kein Gehalt. Die privaten Schulen verlangen sogar Schulgeld, meist um die 400 Euro im Monat. Dafür wird das Praktikum bezahlt. Man kann auch BAföG beantragen. Elena hat Glück. Ihre Eltern unterstützen sie. Meine Freundin hatte eine kosmetische Privatausbildung gemacht. Die war auf jeden Fall teurer gewesen als das hier. Wir zahlen 390 Euro im Monat und es finanzieren meine Eltern. Also die zahlen das komplett. Ich muss dann aber eben meine anderen Sachen komplett finanzieren. Ob ich jetzt mal essen gehen will oder alles, Klamotten haben möchte, nee, da brauche ich momentan nicht mehr antanzen. Also ich gehe nebenbei noch arbeiten. Und so mache ich das. Okay, das ist ein ganz spannender Nebenjob, ne? Ja, in der Whiskybar. Petra Weigand-Datz hat die Schule für Touristik vor fast 30 Jahren gegründet. Auch sie hat lange in der Reisebranche gearbeitet und hat viele Kontakte. Sie und ihr Team vermitteln den Azubis die Praktikumsplätze und helfen bei der Bewerbung. Im ersten Jahr findet hier ausschließlich Schule statt, im ersten und zweiten Semester, um die Schüler gut auf das dritte Semester vorzubereiten, wo das halbjährige Praktikum stattfindet. Wir arbeiten mit langjährigen Partnern zusammen. Das sind große Reiseveranstalter, das sind Verkehrsbetriebe wie die Fluggesellschaften, Busgesellschaften, Bahngesellschaften, Kreuzfahrtbereich. Bei uns funktionieren auch die Audio-Selector-Panel, also Audio, alles was. Aaron wollte sein Praktikum unbedingt bei einer Airline machen. Dazu gehört auch, mal einen Blick auf die Flieger zu werfen. Im Airbus üben normalerweise Piloten und Stewardessen für Notfälle. Schon spannend. Die meiste Arbeit aber erledigt Aaron am PC. Er organisiert auch viel am Telefon. Bei Condor ist Aaron im Bereich Sonderreservierung eingesetzt. Wir bekommen so Sonderwünsche von den Kunden, wie zum Beispiel Sitzplatzreservierungen, die Mitnahme von Übergepäck, dann medizinische Fälle, wenn jetzt zum Beispiel im Ausland irgendwas passiert, wie kommen die zurück, was muss da gemacht werden. Aaron hat mit echten Reservierungsanfragen zu tun. Seine Ausbilderin Katrin Skorpil schaut deshalb ab und zu, ob alles klappt. Ansonsten arbeitet Aaron aber sehr selbstständig. Bei uns geht es hier wirklich so, dass man wirklich hier mitarbeitet und auch Dinge erledigt. Also das Selbstbewusstsein sollte man auch mitbringen und sollte natürlich zuverlässig und ordentlich arbeiten. Wie gesagt, das ist ohne Netz und doppelten Boden bei uns. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Begeisterung für Reisen und Kulturen. Kommunikationsfähigkeit. Kundenorientierung. Sprach- und Organisationstalent. Mehr Infos zu diesem und vielen anderen Berufen gibt es auf unserer Homepage unter ARD Alpha. Ich mach's. Und wenn ihr das geschafft habt, dann seid ihr natürlich viel besser und habt bessere Chancen, das Ganze zu gewinnen. Ortswechsel. Angehende Touristikassistenten der Best-Zabel-Berufsakademie sind an diesem Tag in Berlin unterwegs. Nicht zum Vergnügen. Es geht um eine spezielle Stadtführung, die die Schüler für ihre Mitschüler organisiert haben. Die ist 116 Meter hoch und auf einer Grundfläche. Lara hat gerade mit der Ausbildung angefangen. Der Stadtspaziergang hat an ihrer Schule schon Tradition. Jedes Jahr machen das die älteren Touristikklassen für die Neuankömmlinge, einfach um die reinzubringen und denen das so zu zeigen. Und für uns ist das dann im zweiten Jahr einfach, damit wir etwas organisieren müssen. Und somit das Lernen ist halt für den Unterricht eigentlich. Jede Schule hat andere Aufnahmekriterien. An der Sabel-Berufsakademie in Berlin zum Beispiel können sich Schüler mit mittlerem Schulabschluss bewerben. Neben der Ausbildung zum Allrounder werden hier drei Schwerpunkte angeboten. Hotelmanagement,
Kreuzfahrtmanagement und Veranstaltungsmanagement. Im Fach Reisegeografie bei Dozentin Sandra Steinfurt geht es um die touristisch wichtigsten Regionen Deutschlands. Berge, Meere, Nationalparks. Touristisch sehr attraktiv. Mit Projektwochen, Klassenreisen ins In- und Ausland und Übungen wird der Unterricht praxisnah gestaltet. Wir haben in der Nähe, nur eine Stunde entfernt, den einzigen Kneipp-Kurort in Brandenburg. Und da gehen wir raus und gehen Kneipen mit den Schülern. Das heißt, sie erleben wirklich einmal, was macht das Ganze mit mir, was ich vorher in der Theorie gelernt habe, was macht es in der Praxis. Wer diesen Beruf lernt, muss sich über eines im Klaren sein. Später sind die Arbeitszeiten nicht wie in einem Bürojob. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir in jedem Vorstellungsgespräch ansprechen. Das machen wir bewusst, damit sie im Vorfeld sich im Klaren sind, dass sie immer dann arbeiten, wenn alle anderen Ferien frei und Urlaub haben. Und sie nicht mehr derjenige sind, der vor dem Counter steht, sondern sie sind derjenige, der dahinter steht. Und derjenige, der den anderen das Erlebnis verschafft, und zwar dieses schöne Urlaubsgefühl letztendlich zu erzeugen. Die Besonderheiten. Schulische Ausbildung mit Praktikum. Oft wird Schulgeld erhoben. Ausbildung nicht in allen Bundesländern möglich. Oft Arbeit an Wochenenden und Feiertagen. Ein mindestens dreimonatiges Praktikum gehört hier zur Ausbildung dazu. Viele Schüler machen das im Ausland. Die Schüler haben in Berlin gleich drei Pflichtsprachen: Englisch, Französisch und Spanisch. Ute Solf, Fachbereichsleiterin für Tourismus und Wirtschaft, weiß, Schüler mit Migrationshintergrund bringen oft noch eine vierte Sprache mit. Wir haben ja viele türkischstämmige Schüler hier, die auch ihr Praktikum in der Türkei machen und auch sagen, ich habe noch Onkel, Tante da mit einem Hotel in der Türkei und ich bin da sehr herzlich willkommen, wenn ich eine touristische Ausbildung habe, dort zu arbeiten. Der internationale Aspekt fasziniert viele Schüler, auch Lara Vogt und Lara Stieboy. Auch sie wollen was von der Welt sehen. Also dadurch, dass wir ja in jedem Bereich arbeiten können und die Fremdsprachen dazu haben, ist das eine super tolle Chance, die wir so nutzen können. Also ich denke schon, dass auch viele von uns ins Ausland gehen werden danach. Wer lieber studieren will, hat Vorteile. Auch wenn er vorher zum Beispiel schlechte Noten im Abi hatte. Denn Kurse aus der Ausbildung werden von vielen Unis aufs Studium angerechnet. Es kommen ja auch einige mit Abitur zu uns, die überlegen sich dann mit dem Ziel, weiter zu studieren. Der Vorteil ist, dass sie bestimmte Fächer, Module beim Studium anerkannt bekommen. Das heißt, ich hätte die Chance, von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich sogar zu verkürzen. Die Karrieremöglichkeiten: Tourismusfachwirt, Betriebswirt, Fachrichtung Touristik, Studium, eigene Firma, zum Beispiel Eventagentur. Konstantin ist schon Touristikassistent. Er hat sich selbstständig gemacht. Vor 3 Jahren hat er zusammen mit Sven Vollbrecht die Berliner Kommunikationsagentur Pavok gegründet. Besprechungen mit Kunden gehören jetzt für die jungen Chefs zum Alltag. Gerade in der Hauptstadt gibt's viel zu feiern: Straßenfeste, Betriebsfeiern, Preisverleihungen. Konstantin und Sven organisieren Events, machen Fotos, drehen Filme. Die Ausbildung war für sie eine gute Basis. Kein Event ist das Gleiche. Wir haben Kongresse organisiert, Abendveranstaltungen, Workshops für Filmcrews, Veranstaltungen. Und man merkt einfach, dass jeder Kunde anders ist und man das Konzept für die Veranstaltung immer zuschneiden muss. Die Reisebranche boomt. Touristikassistenten sind gesucht. Sie haben eine breit gefächerte Ausbildung, können später fast überall in der Reisebranche einsteigen und erlernen einen abwechslungsreichen Beruf.